Es ist mal wieder Zeit für den Intercity. Es ist schon viel zu lange her, als wir ihn zuletzt gefahren sind. Daher ist es Zeit für die Baureihe 101. Es ist Zeit für Dresden-Chemnitz. Hier ist Trains and Play. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Szenario, das ich im Creators Club gefunden habe vom lieben Flexi. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das ist unser Zug. Wir stehen hier in Chemnitz Hauptbahnhof. Hier ist auch noch Doppeltraktion 185er unterwegs und so weiter und so fort. Ich würde sagen, kümmern wir uns aber erstmal um unseren eigenen Zug. Wir können auch direkt mal hier einen kleinen Screenshot machen und steigen mal in den Führerstand ein. Türen haben wir schon vorhin aufgemacht. Ich würde sagen, machen wir uns noch das Führerstandslicht ganz kurz an. Vielleicht das komplette Licht, damit wir auch was sehen können. Bremsschlüssel sperren wir auf, ziehen die Bremsen noch einmal kurz an, machen die AFB an. Stellen Sie auf 40, würde ich sagen. Der Rest ist soweit aufgerüstet. So, dann drehen wir uns einmal nach hinten zum Brückenpanel, beziehungsweise stehen wir einmal kurz auf. Und wir sind, glaube ich, nicht in Doppeltraktion unterwegs, von daher lassen wir den ZMS-Wahlschalter auf aus. Stellen aber die Signalleuchten hier auf Spitzensignale. PZB Zugart O ist vollkommen in Ordnung. Dann machen wir uns die SIFA an, die PZB und die LZB, auch wenn wir letztere nicht mehr benötigen. Setzen uns wieder hin, schalten das Licht aus und dann würde ich sagen, schließen wir die Türen auf der rechten Seite. So, Türen gehen zu. Vielleicht mal so ein Screenshot von weiter weg. Das wäre doch was, oder? Wenn man mal hier unseren geliebten God-Mode, die Mod, nutzt. Und da vielleicht irgendwie sowas mal als Screenshot. Ja, als Thumbnail wäre doch vielleicht mal was, oder? So, Signal zeigt Fahrt. Das ist doch sehr schön. Dann stellen wir uns hier noch ein bisschen Licht ein. Lösen die Bremse. Und fahren erstmal mit 40 km/h aus. Beziehungsweise können sogar mit 60 ausfahren. Stemmen uns mal die AFB direkt auf die 60. Befreien uns auch. Zugbeeinflussung. 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 Bisschen Leistung aufschalten. Der God-Mode ist mal wieder mit dabei. Ne? Kennt ihr ja, wir können uns hier Fahrzeuge hinspawnen. Wir können das Wetter verändern, wie wir wollen. Na, das ist natürlich das Problem, ne? Wenn man hier sich mit der SIFA quält, dann kann man natürlich nicht so. Ja. Mach mir die SIFA lieber aus. So, ich wollte nämlich gerade demonstrieren, weil das ja noch recht neu ist an sich, dass wir hier natürlich die Umwelt verändern können, wie wir lustig sind. Zum Beispiel Windstärke habe ich schon sowieso von vornherein als sehr stark eingestellt. Wir können hier natürlich den Bewölkungsgrad erhöhen, so finde ich es aber vollkommen okay. Was ist denn los, liebe Lok? Fährst du jetzt mal? Geht doch. Können uns hier Regen und sowas einstellen. Wir können vielleicht, ja, machen wir lieber ein herbstliches Setting, das gefällt mir viel besser. So. Jawohl. Und jetzt konzentrieren wir uns aber aufs Fahren. Das ist ja der eigentliche Zweck der Übung hier. Und das machen wir natürlich auch. Wir sind hier unterwegs auf der Strecke Dresden-Chemnitz. Einmal
komplett runter und rauf von Dresden, von Chemnitz nach Dresden Hauptbahnhof. Wir fahren hier den Intercity, der nach Warnemünde weiterfährt. Und ab hier dürfen wir sogar 100 fahren, also Leistung runter. AFB hoch auf die 100 und dann müssen wir warten, dass der ganze Zug dran vorbeigefahren ist. Was jetzt der Fall ist, also einmal die Leistung wieder aufschalten. Da sind recht viele Abstellgleise. Und hier vorne das Chemnitzer. Ja, ist das das Eisenbahnmuseum? Ist auf jeden Fall ein alter Ringlokschuppen. Also hier vorne. Die ehemalige Gleisanlage. Hier sieht man links war da noch der Ringlokschuppen. Hier vorne noch einer. Ist aber als Infrastruktur nicht mehr vorhanden als solche. Was natürlich sehr schade ist. Aber so ist das leider, wenn man wirtschaftlich arbeiten muss, dann müssen leider solche Sachen auch mal wegrationalisiert werden. So, ein bisschen mehr Leistung, damit wir auch schön auf die 100 km/h kommen. Wir halten in Flöhr in 9 Kilometern. Und ab hier dürfen wir dann 110 fahren, also AFB einmal runter, auf die 110 eingestellt und jetzt die Leistung wieder aufgeschaltet. Ja, sind bei guten 40 FPS. Ab hier sind es dann sogar 120, wir können die AFB mehr oder weniger eigentlich direkt schon hochstellen, denn bis dahin ist unser Zug eh schon an der Tafel vorbei. Ja, und da ziehen wir unseren Weg durch die Landschaft. Hier links noch ein schöner Fluss, der hier daneben lang verläuft, neben der Strecke. Und wir fahren weiter und schlängeln uns da um die Kurven herum. Wir können auch natürlich noch weiter rauszoomen, sodass wir wirklich den kompletten Führerstand sehen können. Aber das finde ich ein bisschen zu viel des Guten. So finde ich es eigentlich ganz angenehm. So sehen wir alle Anzeigen, die wichtig sind, alle Instrumente, die Windschutzscheibe in Gänze. Das ist vollkommen okay so. So 5 Kilometer, dann halten wir in Flöhr. Genau, 120 km/h hält die AFB ganz gut. Hier mit oder beziehungsweise unter Einsatz der E-Bremse. Da müssen wir ein bisschen reinbremsen.
Ab hier gelten die 90. Es ist schon länger her, dass wir die Strecke in diesem Sinne komplett abgefahren sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal gemacht haben in dem Video, dass wir von Anfang bis Ende da mal durchgefahren sind. Wenn, dann halt auch nur recht selten. Also dachte ich, machen wir das mal. Und das wollte ich halt am liebsten mal wieder mit der 101 machen, weil die schon länger nicht mehr hier zu sehen war. Ja. Und jetzt sitzt mal hier. So, das war die Ankündigung auf 80. Also Bremse schön anziehen. Und schnell auf unter 85 km/h, bevor die Bremskurve uns runterschießt. AFB auf die 80. Ups, nicht den Fahrtrichtungswender raus. Das war die falsche Taste. Kleiner Anfängerfehler. Freuen wir uns auch direkt. Ach, gar nicht. Nee, Moment. Jetzt wollte ich hier straight durchfahren, aber ich dachte mir, wir müssen ja noch irgendwann anhalten. Und dieses irgendwann ist ziemlich genau jetzt. Ob jemals ein Intercity tatsächlich in Flöhr gehalten hat, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber... Naja. Wir müssen halt hier halten und... Das ist ein sehr langer Lag gewesen. Ich möchte einmal ganz kurz ins Pausenmenü gehen. Ich will nämlich das hier loswerden, diese Haltemarkierung. Muss ich einmal ganz kurz hier Einstellungen und dann ist das die Zielmarkierung und auf aus und zurück. So, das Signal überfahren wir noch und können hier mit der Lok hier im Gras anhalten, das ist okay. So, wir gehen mal raus. Bisschen hakelig hier. Was ist denn hier los? Ich entschuldige mich für die ganzen Nachladeruckler. Wir haben gar kein Zuglicht an, ne? Schließvorgang eingeleitet. Dann machen wir noch das Licht im Fahrzeug an. Zugsammelschiene ist schon an. Zuglichter an. Dann halten wir als nächstes in Freiberg, Sachsen.
Schön hier, wie der Zug sich in diese Linkskurve hineinlegt. Einfach herrlich. So, wir halten das nächste Mal 20 Kilometer, wenn also die Kilometrierung so bleibt. Wir sind jetzt auf 66,6 und die Kilometrierung. Sinkt bzw. ist absteigend, heißt es, dass wir in Kilometer 44 Pi mal Daumen anhalten müssen. Ab hier gelten 90. Also stellen wir mal auf der AFB schon mal die 90 an. Ein und gehen mal hoch mit der Leistung. Ab hier sind es dann 100, also AFB hoch und weiter die Lok beschleunigen lassen. Hier sind es 120. Also AFB hoch auf die 120. Bisschen Leistung noch aufschalten. Ja, schön, oder? Also mir gefällt es hier auf der Strecke tatsächlich am ehesten noch in diesem herbstlichen Setting. Das gefällt mir ehrlich gesagt immer hier ziemlich, ziemlich gut. Das passt auch irgendwie zu der Landschaft, finde ich. Sehr, sehr gut. Ja, schön. Mit der Brücke. Hier unten sind auch noch Gleise. Oh, 80. Es ist mir eine Sekunde zu spät eingefallen, dass wir das bestätigen müssen. Ja, mein Fehler. Oh, aber wenigstens stehen wir an einem sehr schönen Ort, oder? Ja. Dankeschön. Also ich finde, es ist nicht der schlechteste Ort für eine Zwangsbremsung, oder? Also so für so einen Screenshot, den kann man glaube ich hier ganz gut machen. Ist natürlich nicht trotzdem nicht ideal, aber ich habe einfach vergessen, dass das bestätigt werden muss. Also es ist mir wirklich in dem Moment dann aufgefallen, wo die Zwangsbremsung erfolgte. Aber okay. Na, hier so? Als kleines. Ne? Kein Laub im Gesicht, bitte. Als Thumbnail. So, genug Screenshots gemacht. Ein wenig Konzentration wäre auch nicht schlecht, ne? Okay, so, 45 dürfen wir fahren, aufpassen. So, 1000 Hertz
Leucht mal das aus. Und wir können uns befreien. Sehr gut. Dann dürfen wir jetzt auf die 80 hoch beschleunigen. Sehr schön, 143er. Bahnübergang. Ah ne, der war beschrankt. Ich dachte ganz kurz, der sei unbeschrankt. Dann hätten wir natürlich mal das Horn betätigen müssen, auch wenn das nicht angekündigt war. Ich weiß ja nicht, gibt es überhaupt auf irgendeiner deutschen Strecke einen nicht beschrankten Bahnübergang, der auch als solcher in der Realität da ist, wo man tatsächlich aber auch das Horn dann betätigen muss, wo dann praktisch die Pfeiftafel, also dieses P, aufgestellt ist? Ich glaube nicht. Also auf Dresden-Riesa definitiv nicht. Auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr nicht. Auf Rhein-Ruhr-Osten definitiv nicht. Ja, Rosig-Nord vielleicht, weiß ich nicht. Hamburg-Lübeck, nee, das auch alles, wenn dann im Schrank, auch wenn diese eine Schranke kaputt ist. Je ne sais pas. So, ach, wir dürfen schneller fahren. Wir dürfen 90 fahren. Und eine 112er. Beladen mit Baumstämmen. Ja, Wald gibt es auf jeden Fall hier genug. Was zwar nicht heißt, dass es in Ordnung ist, den abzuholzen. Aber aktuell ist ja auch irgendwie die Frage nach Brennholz sehr hoch, was extremst dumm ist, actually. Also, man kann es halt nicht anders bezeichnen. Aber die Tatsache, dass jetzt aktuell Brennholz nirgendwo mehr erhältlich ist, genauso wenig wie übrigens ein Kamin auch nicht mehr irgendwo zu kaufen ist, zeigt doch eine gewisse Schusseligkeit und doch vielleicht eine sehr gering vorhandene Bildung, wenn es um Klimawandel und Gesundheit geht. Denn dieses Argument, dass Brennholz, dass das Verbrennen von Holz klimaneutral sei, ist halt absoluter Schwachsinn. Man kann es halt nicht anders bezeichnen. Es stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine Lüge, die verbreitet wird, dass das Verbrennen von Holz klimaneutral sei. Also ich glaube, einer dieser Argumente, die dann da kommen, ist dann, ja, das ist ja Kohlenstoff. Der war ja sowieso schon in der Erde. In diesem Sinne setzt man ihn ja nicht frei, sondern es ist halt immer noch der Kohlenstoff, der sowieso schon vorher da war. Ja gut, okay, das mag zwar sein, aber dieser Kohlenstoff war
unter der Erde seit Millionen von Jahren und wurde da dann praktisch gelagert. Also jetzt rede ich nicht über Holz, sondern über auch zum Beispiel sowas wie Öl und so. Also das ist halt der Kohlenstoff, der da seit Millionen von Jahren unter Druck unter der Erde gelagert und in diesem Sinne gespeichert wird. Und wenn man das jetzt natürlich alles verbrennt, dann geht das in die Luft. Und in der Luft ist das ziemlich, ziemlich schädlich für uns. Wenn es weiterhin unter der Erde bliebe, wäre alles vollkommen bei bester Ordnung. Und genauso mit dem Holz. Außerdem macht Holzverbrennen auch ziemlich krank. Ja, also es gibt ja manchmal so die Geschichten, die dann erzählt werden von irgendwelchen Fachverkäufern, von wegen, dass ja, da sind ja irgendwelche Filter und sowas ähnliches eingebaut. Ja, super, der beste Filter macht halt auch nichts. Ja, du hast halt immer noch die ganzen Schadstoffe da drin. Und verpestest damit die Luft und machst dich und deine Familie und deine Nachbarn und alle anderen halt krank. Aber naja. Vielleicht wurden ja diese Holzstämme, die wir gerade eben gesehen haben, zu einem ganz anderen Zweck verwendet. Vielleicht ging es da dann. Vielleicht wurden ja zu Papier oder sowas verarbeitet. So, auf die 100 haben wir mit der E-Bremse runtergebremst. Ab hier gelten die 100. Das hat prima geklappt. Wir sind jetzt bei Kilometer 52,2, also haben wir immer noch ein gutes Stück, bis wir in Freiberg halten müssen. Also ich muss wirklich sagen, diese Strecke hier ist, ich finde diesen so super ländlichen Flair einfach toll, weil das aber auch nicht so eine Strecke ist wie Hamburg-Lübeck, die sich einfach nur gerade durch flaches Land zieht, sondern hier halt wirklich in die Kurven hinein und nach rechts und links, und man hat hier tatsächlich aber auch landschaftliche Abwechslung. Wir haben einzelne Hügel, wir haben landwirtschaftlich genutzte Flächen, wir haben brachliegende Flächen, wir haben einzelne Ortschaften hier links und rechts, wir haben kleinere Häuschen und all das, das finde ich einfach sehr, sehr schön. Wir haben jede Menge PZB-Action, an der ich jetzt schon einmal gescheitert bin. Von daher muss ich wirklich sagen, Dresden-Chemnitz ist, was so die Abwechslung angeht, extremst gut gelungen und eine sehr, sehr gut ausgewählte Strecke, die auch einfach sehr schön ausgestaltet ist, und ich hoffe, dass die nächste deutsche Strecke, welche auch immer das sein wird, wir wissen es immer noch nicht, dass die ebenso schön ist, eine gut gewählte Strecke ist, landschaftlich was hergibt und natürlich dann auch die Umsetzung im TSW. Aber bei letzterem Punkt mit der Umsetzung im TSW mache ich mir mittlerweile ehrlich gesagt gar keine Sorgen mehr. Ich glaube, da sind mittlerweile die Jungs und Mädels von DTG, die sind da echt so gut drauf, was das angeht. Die haben da jetzt so viele Jahre Erfahrung. Das ist Top-Qualität, die da abgeliefert wird. Absolute Top-Qualität. Und das sieht man hier an Dresden-Chemnitz einfach. Das ist ja keine reine Werbung, die ich hier mache, sondern man sieht es. Ja, diese wunderschöne Brücke hier. Ist das nicht herrlich? Ich traue mich gar nicht mehr so richtig in die Außenkamera zu gehen. Ich persönlich glaube ja nach wie vor, dass die nächste Strecke in irgendeiner Form am Rhein entlang fließt. Das ist einfach, das ist meine Wette. Am Rhein, Koblenz, Mainz. So, ich sag's. Ich hab's jetzt hier mal gesagt. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich habe absolut keine Insights, sondern ich sage jetzt einfach, Koblenz-Mainz, das ist die nächste Strecke, darauf verwette ich mindestens 2 Donuts. Und wenn ich recht habe, dann kriege ich von jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin 2 Donuts. Funktioniert das denn so?
Nee, nein, ich glaube nicht. Ich hätte aber trotzdem nichts gegen Donuts. Vielleicht mache ich das mal mit so einem Postfach und wer Lust hat, kann mir gerne Donuts schicken. Das ist natürlich Schwachsinn, das werde ich nicht machen. Ja, also es ist schon recht spät hier, die Aufnahme gerade. Recht spät zur Uhrzeit. Man merkt es, dass ich die ein oder anderen Sachen erzähle, die vielleicht nicht mehr ganz so Sinn ergeben. Seht es mir bitte nach. Jetzt hatten wir einen unbeschränkten Bahnübergang, ne? Oh, da haben wir eine Ankündigung, nämlich auf 120, die wir auch aktuell fahren. Ah ne, auf 100, oder? War das 100? Ich dachte 120 gesehen zu haben. Aber im HUD steht 100. So. Da sind es 100. So, 2,7 Kilometer noch, dann sind wir in Freiberg, Sachsen. Wir sind gerade bei Kilometer 43,2, heißt also bei ungefähr Kilometer 41 sollten wir mal schleunigst runterbremsen. Zumal es sowieso bergab geht. Ich nehme schon mal die Leistung raus, die brauchen wir nicht mehr. Und gleich dann nur noch ein wenig Bremskraft dazugeben. Und schon mal jetzt eigentlich anfangen, die E-Bremse zu nutzen. Können wir eigentlich schon mal voll reinhauen. Damit wir möglichst verschleißfrei bremsen können. Hier hinter der Rechtskurve. Taucht dann gleich Freiberg Sachsen auf. Beziehungsweise hinter dieser Linkskurve. Genau, da ist es auch schon. Wir bremsen weiter mit der E-Bremse rein. Oh, wir können gleich mal ganz kurz ein kleines bisschen Unfug veranstalten mit unserer God-Mode-Mod. Weil wir ja eh hier ein Minütchen stehen müssen. Wobei ist das hier? In Freiberg? Ah, ich guck gleich. So, und Zugbremse bitte mit hinterher. Noch eine Bremsstufe rein. Bisschen auslösen. Jawohl. Ach nee, ach, das ist ja gar nicht hier der. Ich habe jetzt gerade gedacht, wo ist denn der
Wo sind denn hier die Schmalspurgleise? Aber das ist ja gar nicht hier in Freiberg, Sachsen. Nichtsdestotrotz, wir können ja trotzdem, ne, um das mal zu demonstrieren, mit der God-Mode-Mod können wir die ein oder anderen interessanten Dinge machen. Und zwar ja nicht nur zoomen, wie wir lustig sind. Das ist auch eher unglücklich, oder? Wir gehen mal ganz kurz auf die Gleise. Nicht nachmachen, bitte. Naja, ich habe es ja schon mal gezeigt. Und dann, wenn wir halt hier an den Gleisen stehen, dann können wir hier draufklicken und dann können wir uns beispielsweise ja, so einen Intercity-Wagen hier hinspawnen. Ja, und dann steht er jetzt hier. Also die Mod ist einfach herrlich. Ist einfach der Wahnsinn. Was ich mich natürlich frage, ist... Oh, ich will das nicht jetzt ausprobieren, weil wenn das nicht funktioniert, dann ist das ganze Szenario kaputt. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob wir nicht eventuell es schaffen könnten, eine 101 hier hin zu spawnen und dann praktisch hier mit dieser 101 hier dran kuppeln und dann in Doppeltraktion 101 fahren. Das ist natürlich recht unüblich mit Doppeltraktion 101, aber ich hab leider den Befehl vergessen. Man kann nämlich hier, wenn man nee, gar nicht. Man kann hier irgendwo einen Befehl eingeben. Hier. Und dann wird dieses Fahrzeug praktisch weggespawnt. Das wird dann wieder rausgelöscht. Ich habe aber leider mir nicht aufgeschrieben, wie dieser Befehl heißt. Und ich weiß ihn auch nicht auswendig. Ah, wir lassen es lieber sein. Ja. Ja, besser ist das, oder? Ich will jetzt ehrlicherweise nicht die Fahrt dafür kaputt machen. Aha. So. Einmal hinsetzen. Tür zu. Schließvorgang eingeleitet. Hier auch die herrlichen Intercity-Wagen. Ist auch interessant, wenn man so reinzoomt, dass man dann überhaupt erst erkennt, wie die Strecke hoch und runter und hoch und runter geht. Und das ist ja das Witzige, das ist ja ziemlich realistisch. Das ist kein schlechter Streckenbau in diesem Sinne im TSW. Und das ist halt einfach realistisch für diese Strecke. Und auch, ehrlicherweise in Realität, sind ja auch die wenigsten Strecken komplett flach. Gut, Hamburg-Lübeck ist in Realität bestimmt auch nicht viel huckeliger als im TSW, aber das ist halt Norddeutschland, ne? Wir bleiben mal, stellen schon mal die AFB auf die 90, weil da vorne eh gleich 90 angekündigt werden. Die sind zu bestätigen und die bestätigen wir auch definitiv. Gut, da hat die PZP zum Glück nichts angemerkt. Keine Beeinflussung. Einer meiner Lieblingsabschnitte auf dieser Strecke, mit diesen Felsen hier rechts und links, die hier so hoch gehen. Ganz, ganz toll gemacht. Sieht auch sicherlich in Realität sehr cool aus. Ich finde es auch hier unglaublich schön. So, und das ist die 70er-Ankündigung.
So, wir können uns auch direkt wieder befreien. Zugbeeinflussung. Jawohl. Wenn auch schön hier Industrie und so. Und unser nächster und letzter Halt für heute ist dann auch Dresden Hauptbahnhof in ungefähr 30 Kilometern. Mal gucken, dass da auch nichts angekündigt wird. Ach. Ich finde die Bilder, die durch diese sehr, sehr hohen Brennweiten stehen, einfach total faszinierend. Ja, also das ändert viel. Es ändert überraschend viel. Aber das fand ich auch immer schon bei Transport Fever, wenn man sich da das Kameratool schnappt und dann wirklich die ganz hohen Brennweiten rausholt und dann von weit weg filmt, finde ich, das hat einfach deutlich mehr. Das gibt einem deutlich mehr als von nah dran. So, ab hier sind es 90. Wir stellen die AFB in einem Augenblick hoch. Ungefähr jetzt so vielleicht. Und schalten Leistung auf. Bahnübergang. Unbeschränkt schon wieder. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle mehr dann dem Streckenbau geschuldet, dass hier der Bahnübergang vergessen wurde. Dass der hier mit eingebaut wird, statt dass es in Realität hier tatsächlich einen Unbeschränkten gibt. Wobei, das kann natürlich auch gut sein. Aber dann müsste es halt in irgendeiner Form eine Art der Sicherung gegeben haben. Es muss ja dann irgendwie eine Pfeiftafel oder sowas gegeben haben. Was mir auch im TSW bisher komplett fehlt, sind ja diese BU-Signale, ne? die praktisch gelb aufleuchten bzw. blinken. Oder blinken die weiß? Weiß ich gar nicht mehr. So, und wenn die blinken, dann heißt das, der Bahnübergang ist gesichert, und wenn da nichts blinkt, sondern man einfach nur dieses Schild mit dem gelben Punkt sieht, dann heißt es, der Bahnübergang ist nicht gesichert. Das Signal muss bestätigt werden und vor dem Bahnübergang muss man dann auch anhalten tatsächlich, weil das im Grunde genommen ein Halt zu erwarten dann ist. Oh, was haben wir hier? Nur 143. Hallihallo. Mit einem Repaint, das ich niemals beendet habe. Ah, vielleicht mache ich das noch irgendwann. Wir fahren weiter mit unseren Station 90 in Richtung Dresden. Dresden. Ab hier sind es dann 120. Das ist Leistung zurück. AFB hoch auf die 120. Ihr kennt es. Wie immer dasselbe Spiel. Leistung wieder aufschalten.
und einmal hoch. Geben wir mal ruhig ein bisschen mehr Leistung, damit wir jetzt nicht zu viel rumtrödeln. Interessant, dass dieses Haus hier rechts erleuchtet ist. Warum sind die Lichter in diesem Haus an? Interessant. War jetzt aber auch bisher das einzige Haus, bei dem die Lichter an sind. Wie viel haben wir? Wir haben... Ja gut, 9.16 Uhr morgens. Da muss man jetzt nicht unbedingt die Lichter noch anhaben. Ne? Vielleicht war das ja irgendwie so eine Art Fotostudio oder so. Gute Lichtverhältnisse. Aber dann würde ich halt prinzipiell bei so einer schönen Landschaft hier eher dennoch draußen fotografieren als indoor, aber gut. Das Interessante ist ja, dass wir jetzt theoretisch hier mit unseren Environment Settings. Okay, da ist glaube ich nichts, was zu bestätigen ist. Nee, dass wir mit unseren Environment Settings jetzt hier theoretisch. Was war das? Langer Leck. Dass wir uns theoretisch jetzt hier so ein bisschen was noch ändern können. Wenn wir jetzt 0,01 hier das einstellen, dann haben wir jetzt plötzlich ein nebeliges Setting. Das hat aber auch was, oder? So ein bisschen Nebel ist eingezogen. Wenn wir die noch ein bisschen, wenn wir die noch ein bisschen geringer machen, die Nebel. 0,005. Ja, das gefällt mir. Ja, da spielt man damit rum. Und um ein Haar hätte es die nächste Zwangsversion gehagelt. Die hätte ich verdient. Na los, schnell. Na! Ja, nee, die Tür kriegst du jetzt auch nicht. So, Bremsen werden genug gelöst am Zug. Und dann können wir jetzt wieder weiterfahren. Das ist nicht meine beste Performance heute, ne? Das merke ich auch. Ging schon mal besser. Zugbeeinflussung. Die Frau ist über die Absperrung hinausgelaufen. Natürlich nicht gut.
Das war die Ankündigung auf 80. Okay, dann haben wir noch 18 Kilometer und die schaffen wir Zwangsbremsung frei. Da lege ich mich fest. Ab hier dürfen wir sogar 90 fahren. Natürlich erst, wenn wir am Signal vorbei sind. So, und jetzt ein bisschen Leistung aufschalten. Gut, wir müssen kaum Leistung aufschalten, es ging ordentlich bergab. Jetzt geht es wieder bergauf, oder? Ja. Hier vorne dieser Punkt, wo so ein bisschen Forstwirtschaft betrieben wird, das finde ich ganz cool gemacht. Ich glaube, das ist auch ein Achievement durch die Mastery, ne? Ja, ganz cool gemacht. Ankündigung auf 70. Wir müssen schnell runter auf unter 85. Das ist jetzt der Fall. 80. Und das sind die 70. Sehr gut. Und AFP wieder runterstellen auf die 70. Hier gelten die 70. Also ich muss noch mal eins sagen zu dieser neuen deutschen Strecke, die da angekündigt ist. Von der ich glaube, dass das ja Koblenz-Frankfurt sein wird, aber das ist einfach nur meine vollkommen evidenzfreie Spekulation. Also die bitte nicht für bare Münze nehmen und sagen, der Trainsimplayer hat gesagt, die Strecke kommt. Nein, der Trainsimplayer hat gar keine Ahnung davon. Der weiß das nicht, der spekuliert einfach nur ein bisschen rum. Aber ich würde behaupten, sobald wir wissen, welche Strecke das ist, die also richtig angekündigt ist, wird es nicht lange dauern bis zum Release. Ich glaube nämlich nicht, dass das dann nochmal irgendwie 2-3 Monate dauert, sondern dass das recht flott dann geht, weil die ja doch schon seit geraumer Zeit an dieser Strecke arbeiten. Daher glaube ich, dauert es tatsächlich nicht lange, bis dann die Strecke da ist. Auch das hier wirklich ein ganz, ganz toller Teil der Strecke, dieser Abschnitt hier. Wo wir hier so weit oben sind, links der Fluss. Und wir uns hier mal durchs Tal winden. Das hat fast schon sowas Transport Fever-eskes, ne? Also von denen, die wirklich gut bauen können. Die würden dann auch eine Strecke bauen, die würde ungefähr so aussehen.
so schön durch das Tal hindurch geschlängelt. Unten der See, oben die Bahn, irgendwo auch noch eine Straße, die keiner braucht. Nein, Autos haben natürlich auch ihren Sinn. Glaube ich. Okay, nö, eigentlich nicht, ne. So, 90 dürfen wir hier fahren. Und der Kollege nach 143 wartet hier. Hat auch Baumstämme dabei. Ich weiß gar nicht, woher die Baumstämme sind. Beziehungsweise die Rungenwagen. Ich glaube, das sind die tatsächlich aus Rosig-Nord. Kann das sein? Oder wurden nochmal welche mitgeliefert mit Dresden-Riesa vielleicht? Müsste ja, ne? Also es muss ja entweder Rosig-Nord oder Dresden-Riesa sein. Also ich weiß, dass auf jeden Fall bei Rosig-Nord welche mit dabei sein. Ich weiß halt nur nicht, ob bei Dresden-Riesa auch unbedingt welche mit dabei waren. Aber das kann gut sein. So, wir haben Halt zu erwarten. Okay. Das ist natürlich nicht so cool. So, da vorne ist das HP0. Oh, das ist doch recht nah. Halt an. Halt an. Ach Gott. Das war knapp. Okay, jetzt stehen wir hier. In unserem Intercity. Das sind wir. Und wir müssen ganz offensichtlich warten. Warum? Um das herauszufinden, gucken wir uns mal die Karte von oben an. Ach, schaut mal hier. Also bevor wir herausfinden, warum wir warten müssen, gucken wir uns einmal das hier an. Das ist hier so eine Art Burgruine, kann das sein? Also, das kann nicht sein, das ist eine Burgruine. So viel erkenne ich auch selbst. Aha. Aha, aha. Können wir hier durch? Ja. Was ist das? Hier so ein Schuppen? Ist hier irgendwas drin? Ein Baum. Oh, ist das aber eine schöne Aussichtsplattform, ne? Hier würde ich gerne stehen. So, das Treiben beobachten. Wie kommt man hier rauf? Wo sind die Treppen? Hier kann man auch ein bisschen gucken. Hier auch. Ich weiß gar nicht, wie man hier raufkommt. Verstehe ich nicht. Hier sind vielleicht Treppen in Realität. Schön. Gefällt mir, dass sowas auch nachgebaut wurde. Sowas ist cool. Also da vorne ist noch 143 und ein Güterzug. Wir gucken mal auf die Karte. Also da stehen wir vor unserem roten Signal.
Oh, wir werden hier über dieses Gleis geleitet. Und dann hier in das Gleis. Und in diesem Gleis steht die 185, der Güterzug. Und der kann nicht fahren, weil der auf die 143 wartet. Das ist dieser Zug hier. Der 143er Zug, der Regionalexpress fährt zuerst aus, fährt über das Gleis hier aus. Danach fährt der Güterzug aus. Und dann erst dürfen wir fahren. Warum wir nicht über dieses Gleis geleitet werden, ist mir ein Rätsel, denn das ist frei. Wir gucken, wir fliegen mal rüber und gucken mal, wie es hier so der 143 geht. Hier in Tarant, ne? Das ist, glaube ich, der Bahnhof von Tarant. Das ist ja dieser ganz hübsche Bahnhof, den wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt haben. So. Also, mein Freund. Warum fährst du nicht? Hier ist niemand drin. Türen verriegelt. Und hier ist die 185, die gerade in eine andere Dimension weggebeamt wird. Hallo? Ach, Bewegungsunschärfe. Geht auch. Und auf dich warten wir hier. Also ich würde Folgendes sagen, weil es ansonsten zu langweilig ist. Ich werde hier einen kleinen Cut machen an der Stelle. Und mal selbst ein paar Minuten warten, was hier so passiert. Und sollte es in irgendeiner Form Bewegung geben, dann sind wir wieder dabei. Ansonsten, ich werde mich gleich wieder melden. Bis gleich. Für euch ist es nur ein kleiner Cut. Tja, wie es wohl aussieht. Ja, ein paar Minuten habe ich jetzt hier gewartet, aber wie es wohl aussieht, hat sich da irgendetwas festgebissen. Irgendwas scheint da nicht richtig gewesen zu sein bei der Programmierung des Szenarios oder vielleicht liegt es auch tatsächlich in irgendeiner Form an dem Dispatcher, also an dem, der praktisch hier die Signale stellt. Dementsprechend kommen wir leider nicht mehr weiter. Was sehr, sehr bitter ist, weil mir die Fahrt so viel Spaß bereitet hat. Wenigstens stehen wir an einem sehr, sehr schönen Ort, oder? Also hier kann man noch ein bisschen so mit der Kamera hin und her fliegen, habe ich jetzt gerade noch ein bisschen gemacht, um hier die Zeit zu vertreiben. Aber wie ihr seht, da hinten, da steht alles. Aber da fährt nichts. Insofern fliegen wir hier rüber zu unserer 101. Hier geduldig wartet und wartet und wartet. Aber offensichtlich haben wir hier eine Signalstörung. Tja, man kennt das, ne? Wenn man in den DB-Navigator reinguckt und nicht steht da Signalstörung. Das kennen wir doch alle. Ist uns doch allen schon mal passiert. Tja, so ist das. Leider. Ein letzter Blick auf die Karte, aber ne, alles rot. Rotausleuchtung ohne Ende. Aber gut, mit dieser Signalstörung, diesem leider etwas traurigen und unerwarteten Ende, verabschiede ich mich ein wenig frühzeitig und vorzeitig von diesem Szenario. Ich bedanke mich aber dennoch für diese Treue, die mir viele Zuschauer schon leisten und Zuschauerinnen, hier zuzugucken, obwohl ich, sagen wir mal, nicht die besten aller Fahrskills habe, aber es gibt trotzdem recht viele, die hier immer noch zuschauen. Insofern, ich danke allen, die hier schon länger mit dabei sind. Ich danke allen, die neu mit dabei sind. Ich hoffe, dass ihr weiterhin viel Spaß haben werdet. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Das wird definitiv nicht die letzte Fahrt gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe.